Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, featuring Kerze. Wir sind gerade hier noch mit der Puristen-Challenge beschäftigt und kämpfen jetzt gegen Mom. Die rote Version. Stampft die nicht immer nur rum? Ja. Und ich glaube, ihre Körperteile können dann schießen. Ihr seht schon, ich verlasse mich hier. Aua, 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 aua. Ich lasse mich hier ganz gut auf meine gute Kerze. Der hat mal echt riesen Glück gehabt. Denn angriffstechnisch sieht es ja bei uns nicht sehr gut aus. Vergleicht mal ganz kurz den Schaden von meinen Tränen. Ja, und jetzt die Schaden von meiner Kerze. Sehr gut. Kette Ninetales für schnellere Schuss, schnellere fortbewegende Schüsse. Ich weiß nicht, ob ich wirklich nur bis zu It Lives, also zu Mams Herz vordringen muss. Deswegen nehme ich mal sicherheitshalber doch das Polaroid mit. Und dann geht's in die Tiefen von Mutters Bauch. Und wir träumen davon, dass wir in der Kiste ersticken. Ja, hier unten wird's nicht unbedingt leichter. Ich gehe trotzdem mal nach links zur Arena. Wie gesagt, hier schwere Gegner, schwere Level-Setups. Und, ja. Jeder Schaden ist hier ein Herz. Das zieht uns ein Herz ab, so rum. Deswegen muss ich hier doppelt vorsichtig sein, was ich tue. Sehr gut. Aber hier geht's nicht zur Arena, deswegen doch mal nach oben. Ach, Augen. Ach, sehr schön. Was gibt's denn hier? Eine Teleport, die... ach nee. Da komme ich nirgendwo raus. Das wäre mir unangenehm. Ach komm, hör auf. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich häng fest. Boah, das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Och, könnt ihr bitte ganz schnell sterben. Komm schon, schieß doch. Ja, cool, ich sie genommen habe. Jetzt seht ihr, warum ich das Ding so hasse. Oh Mann, das hat sich echt voll gelohnt. Das ist unsere schöne Full Health Pille weg. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Ach, na, wenigstens hat sie uns einmal die Hintern gerettet. Oh, das hätte ich mir hier echt sparen können. Kiste. Ah, da geht man lieber nicht rein, bevor hier sein Grummelklumpe nicht abgelaufen ist. Und wir haben hier drei Champions. Ja, ich warte mal lieber noch sicherheitshalber. Okay. Ein Bümpchen. Und hier. Ja, Wooden Spoon für Speed-Up, das gefällt mir ganz gut. Und die machen sich wahrscheinlich wieder gegenseitig fertig. Aua! Strengths nehme ich mal mit. Naja, Herzen ohne Masken sind auch okay. Die halten auch im Ort nicht aus, die Dinger. Hätte ich doch lieber die Telepill mitnehmen sollen, hä? Ich meine, die Kleinen hier gehen noch einigermaßen, den kann ich relativ gut ausweichen. Au! Ja, aber schnell. Warum warst du jetzt so schnell? Kleine Sacktreter. Einer. Und der zweite ist auch gleich hin, komm schon. Na gut, mir Spirit hart ist. Ja, plus minus null. Zieh mich hier doch mal mit. Für den Fall der Fälle. Strength ist natürlich auch ziemlich stark eigentlich. Na komm. Nehme ich die doch lieber mal mit. Damit können wir unseren unseren Schaden erhöhen. Ganz einfach. Hallo. Naja gut, der kann ja jetzt nicht viel.
Da waren schon immer so viele Bosse hier unten. Und wir haben sie einfach immer nur so schnell umgenetzt, dass ich sie gar nicht so richtig für voll genommen habe. Hey! Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Wusste ich gar nicht, dass sie das kann. Ich kann auch mal die Herzen nehmen. Ich Fröbelkopf. Was haben wir hier? Der Joker, den nehme ich doch gerne. Ja, ach ja. Unsere Spirit Hearts haben, also wenn wir Herzen bekommen, dann haben wir jetzt eine 50% höhere Chance, dass es sich dabei um Spirit Hearts handelt. Aua, aua. Mann. Tja, wir kommen hier nicht so richtig vom Fleck, so lebenstechnisch. Das ist, oh ja, das Safety Cap. Die nehme ich mal so lange, wie ich hier rumlaufe. Und da kann ich immer noch tauschen gegen das Polaroid. Au, 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 komm schon, geh weg. Die kleinen Mistviecher halten halt ziemlich viel aus. Mit meinen Tropfen mache ich da wirklich nicht sehr viel Schaden. Eine Bombe. Ist hier links vielleicht? Gibt es da vielleicht was Schönes? Ja, eine Slotmaschine macht sich gar nicht mal so schlecht. Komm schon, gib mir eine Full Health Pille. Eine Full Full Health Pille. Ich will nicht immer hier Sisyphus Arbeit leisten. Komm schon. Dann gib mir wenigstens ein Leben. Gib mir wenigstens irgendwas Sinnvolles. Tja. Alles durchgebracht, da haben wir den Salat. IA. Oh, wie ist ein Fliegen dazwischen? Ach, und Augen wieder. Oh, das wird doch. Meine Güte. Och, ist doch nicht euer Ernst, Leute. Deswegen hat uns, glaube ich, auch nochmal ein Leben dazugegeben, gerade eben. Deswegen sind wir noch nicht gleich tot. Wir sind zumindest, wir liegen jetzt nichts, aber. Das ist aber auch. Schwierig. Mein Gott, aber wir hatten auch einen. Dieser blöden Gertie Jr. Ich habe doch mal gesagt, dass ich die Dinger hasse. Genau aus dem Grund hasse ich die so sehr. Und hier bekommen wir gleich drei von den Leveln nur mit diesen blöden Mistviechern. Ach, wie ich euch hasse. Tja. Doof gelaufen. Schade, wir sind echt nicht so richtig vorangekommen. Also mit der Full Health Pille habe ich schon gedacht, hier, gell, jetzt haben wir's. Aber dieser Dreifach-Gertie hat uns dermaßen viel abgezogen gehabt, dass wir die echt sofort verbraten mussten und nun, tja, hat er uns doch noch umgenatzt. Schade, na gut, beim nächsten Mal dann halt mit einem anderen Charakter eventuell. Ich weiß ja nicht, wie lange und wie häufig ich The Binding of Isaac spielen werde, wahrscheinlich nur ab und zu immer mal ein bisschen. Aber das nächste Mal wahrscheinlich mit einem anderen Charakter. Unter anderem gibt es ja einen, der keine Herzcontainer bekommen kann. Also der keine hat, sondern nur Spirit Hearts. Und er bekommt auch nie HP ab. Und ja, rote Herzen sind nutzlos. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao. Halt, stopp! Als Entschuldigung für den, für das Versagen bei der Puristen-Challenge. Und dafür, dass dieser Part ein wenig kurz ist. Zeige ich euch noch ein paar Enden, ein paar mögliche, und zwar, wenn wir Mams Herz das dritte Mal besiegen, das vierte, das fünfte und das sechste Mal. Also viel Spaß! Ein Nagel, keine Ahnung, was er tut. Er scheint aber nicht sehr gesund zu sein. $0.25, wie nützlich. Dr. Fetus von Super Meat Boy, der Gegner. Oh mein Gott! Und als letztes...
Oh mein Gott, es ist Mom. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.